Zwischen den Konzerten entspannt Matthias Reim zu Hause am Bodensee mit Frau und Tochter. Oder versucht es zumindest. Das Leben am Bodensee ist für mich natürlich herrlich, weil ich auch so ein Bootsnarr bin. Ich liebe Boote und ich liebe das Wasser. Was schwierig ist mit dem Zurückkommen, und das möchte ich gerne erklären, wenn man von... Also ich bin Donnerstag rausgeflogen, komme Sonntagabend zurück, da bist du wirklich erschöpft. Die Konzerte machen ungeheuren Spaß, ziehen ein bisschen Kraft, das geht. Und dann kommst du zu Hause an. Und kann auch meine Frau auch definitiv bestätigen, du fällst erstmal in so ein Loch. Denk an meinen Dinkeltoast, das wäre total toll. Und dann hast du doch immer diesen leckeren, keine Ahnung. Quark. Aber davon ein bisschen mehr. Ja, also nicht diese kleinen Dosen, es gibt ja 200 Gramm und dann gibt es ja diese großen Dinger für... Okay. Also diese... Du findest das schon, ich schreibe jetzt Quark auf, dann weißt du, was ich meine. Du fühlst dich plötzlich so nichtsnutz, so überflüssig. Und das, was du jetzt plötzlich tun musst, mit dem Baby im Garten spielen oder zum Edeka Windeln holen, weil wir haben ja ein normales Leben, oder einkaufen. Matthias Reim ist alte Schule. Am liebsten erledigt er nur Männerjobs. Ich bin nur fürs Grobe zuständig. Also ich kümmere mich um die Versicherungen, um die Reparaturen, um die Bauarbeiten. Einkaufen muss ich halt, weil wenn Christine nicht raus kann, weil Baby gerade am Start ist oder so, einer muss es ja machen. Und deswegen gehe ich im Moment jeden Tag einkaufen. Ist nicht mein Hobby, aber so langsam komme ich klar. Am Anfang hat er sich ein bisschen gewehrt und es ist super witzig gewesen, weil er immer irgendwas vergessen hat. Mittlerweile ist er eingegruft und nimmt sogar einen Einkaufszettel mit. Ich glaube, er sträubt sich bis heute noch, aber er macht es. Wo ist denn jetzt das blöde Dinkelbrot? Ich find's nicht. Ich suche die blöde Babynahrung. Die gibt's doch gar nicht. Sind falsch. Ist mal im Ernst, wo ist die Scheiße? Wir gehen mal hier durch. Ich finde auch keinen Kräuterquark. Ich finde heute nichts. Vielleicht hier? Kräuterquark. Bitte. Oh, ich hasse es, wenn ich was nicht finde. Das ist für mich auch dann so eine Zeitverschwendung. Ja, ich laufe da auf und ab und habe ich einen Geduldsfaden, der ist so kurz. Und ich kriege dann so schlechte Laune, wenn ich da dreimal durch den Laden ziehe, nur weil ich irgend so eine Kleinigkeit nicht finde. Und frage mich dann immer, ob ich zu blöd bin, weil das kann ja nur wirklich jeder, nur ich nicht. Das ist meins. Mein Lieblingsessen. Ja, Spaghetti Bolo. Super. Meine Tochter findet das auch gut. Wenn ich zu Hause bin, da bin ich ein ganz normaler Mensch, Ehemann, Vater. Und plaudere auch mit der Kassiererin hier und da, weil sich das einfach so ergibt, weil ich plaudere gerne. Haben Sie eine Punktekarte? Klar. Natürlich. Dann natürlich, man muss ja auch zusehen. Genau, man muss ja Punkte sammeln, ne? Und ein bisschen Rabatt kriegt. Ich weiß zwar, dass sie mich alle kennen, aber manchmal plaudern die einfach so wie mit dem Nachbarn. Also völlige Normalität und das gefällt mir. Obwohl es wirklich Schöneres gibt, als einzukaufen.